und herzlich willkommen zu dem Video auf diesem Kanal. Und lange ist es her und ihr habt die Zeit aber gesehen, wir haben uns überlegt, lass mal einfach so random ein Mindstorm zuklauen. Also warum nicht? Also wirklich, ich meine, schau dir noch an, Digga, das ist der schönste Zug, den ich jemals gesehen habt, oder? Ja. Da haben wir sogar mit Stützrädern, ja, hinten und vorn. Und vorn kann er. Also, fragt uns nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind, einen Ball für die Mitte zu benutzen. Wir haben es geschafft. Vorne. Ich schaff's jetzt noch nicht alle Kurven und Weichen, aber. Digga. Wie ein Meister vorne da. Ja, auf jeden Fall. Wir. Kurven schafft er auch. Ja, Weichen hatte man schon noch Probleme. Ja. Also, Zeitraffer, was werden das sein? So ungefähr 7 Minuten, ja, sowas. Das war schon eine große Zeitraffer. Aber ja, es funktioniert und es hat sich gelohnt. Aber es gibt aber Teile. Ja, wenn der Schotter so weit oben ist, zum Beispiel, so wie da, dann braucht er halt ein bisschen. Bei der Weichen bin ich jetzt gespannt. Ja, egal. Leute, egal. Aber auf jeden Fall, wenn ihr wollt, entweder das was so lassen, oder dass wir weitere Mindstorm-Dinger machen, dann schreibt es vor allem in die Kommentare und lasst ein Like da. Aber vielleicht verbessern wir den Zug noch. Aber er schafft die Kurven schon. Er schafft die Kurven, ja, bei dem wird er jetzt hängen. Das ist ein bisschen knapp gewesen. Aber egal, aber es funktioniert. Wir stellen einfach mal da her. Haben wir hier? Sag du. Tür. Hier haben wir da 2 Räder jeweils gemacht, damit da zumindest halbwegs irgendwie in die Schienen drin bleibt. Dann also jeweils Stützräder. Die sind halt ganz einfach gebaut, die trauen sich nicht einmal. Dezent, aber nicht wild. Hinten genau das Server eigentlich. Genau, vorn haben wir das einfach mit einem Ball gelöst. In der Mitte, weil wir haben Radl gehabt. Das ist so extrem auf und ab gesprungen, ja. Und dann ist er nie drinnen geblieben in der Mitte. Der Ball hat ungefähr, sage ich einmal, die Breiten von der Schiene. Ohne Spitzhand. Zum Abschluss lassen wir den Zug da hinten noch verschwinden. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es ganz schaut. Weiß ich auch nicht. Aber ein bisschen glaube ich an ihn. Es ist dieser Zaun, der mich sehr beunruhigt davor. Wir fahren einfach weiter. Da ist ein Schlauch. Und da ist ein Zaun. Also normalerweise ist das ja... Stell man einfach weiter 4. Ja. Digga, aber ich muss sagen, von 1 bis 10, wie findet ihr ihn? So, 1. Minus 5. Er ist jetzt nicht perfekt, das sagen wir alle auch nicht. So. Aber ganz ehrlich, er hat ein paar Stunden Arbeitszeit. Oh, ja. Digga. Splatter, er braucht den Scheiß. Oh Gott, schafft es das schwer. Ja, komm. Da ist ein Zaun im Weg. Ja. Oh mein Gott, er hat es geschafft. Verdammte Scheiße, jetzt hängt er im Blatt leer. Ja. Aber wir sind die Strecke lang nicht mehr gefahren. Das sieht man irgendwie da hinten aber auch. Ja. Ja, okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ja. Lasst ein Like, ein Abo da. Ja, und bitte unbedingt schreibt es ein, ob euch das cool ist. Ja. Und bis zum nächsten Mal und ciao.